Wie geil ist das bitte? Macht echt Spaß, gell? Das kann man öfters machen. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time. Merry Christmas! Hallo meine Lieben! Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid! Ja, wir sind alle im Auto, weil wir schon wieder unterwegs sind. Heute beginnt nämlich das große Abenteuer. Wir gehen heute nach... Wohin? Santa Monica. Wir fahren zum Santa Monica Pier, zeigen den Kids auf jeden Fall dort den Bereich mal. Und euch dann auch direkt. Euch auch natürlich. Und dazu haben wir noch was Cooles geplant. Ich weiß nicht, ob ihr unser Video gesehen habt, wo wir den Trailer gedreht haben. Und da habe ich mir so einen Scooter ausgeliehen. Und verrat mal nicht so viel, Schatz. Das machen wir jetzt gar nicht. Ich habe mich gerade verarscht. First Stop Santa Monica. Yes. Wunderschönes Wetter. Wow. Es ist ein bisschen frisch, aber dennoch... Ich liebe es hier so sehr, wirklich. Es macht so Spaß, hier einfach nur zu spazieren. Und wir werden jetzt direkt auf den Santa Monica Pier gehen und einfach, ja, die Umgebung genießen. Wir schauen auch gleich mal, weil da gibt es ja so Stände mit Schießen und Bälle werfen und so. Vielleicht machen wir da noch ein bisschen was. Vielleicht schafft es ja der Tobias, wenn es der Domi schon nicht hinkriegt. Hey! Schlag dich nicht. Das ist okay. Du weißt, ich schlag dich nur, wenn die Kamera aus ist. Spaß. Komm her! Komm her! Hi! Ich finde, das Geilste ist immer Mias Gesicht, wenn sie irgendetwas gut gemacht hat, dann weiß ich es gleich. Ja, ich bin dann so stolz auf mich selbst. So, die Jungs fangen jetzt an, hier Basketballkörbe zu werfen. Und ich bin ja gespannt, ob einer es schafft, für Mia so ein wunderschönes Kuscheltier zu ergattern. Sind die nicht wunderschön? Oh, einen hast du noch. Wow, es war da drinne. Schatz, Alter. Oh, der Papa hat's geschafft. Endlich kriegst du was. Hast du was bekommen, ne? Einer rein. Thank you. Thanks. Schatz, du hast es einfach geschafft, Alter. Ja, also wäre ja auch peinlich, wenn ich einen Basketballkorb nicht treffe. Ich bin stolz auf dich. Wäre auch peinlich, wenn ich nicht einen Korb treffe, oder? Und dafür kann der Tobi andere Sachen. Ich bleib beim Handball. Jetzt sind die Mädels dran. Ja, yeah, wir schaffen es nicht. Mia hilft dir. Beide Mädels haben jeweils 4 Würfe. Und die müssen diese Clowns da oben schmeißen. Warte mal, was spielst du? Handball. Ah, okay.
Vielleicht solltest du, wenn du keinen triffst, solltest du vielleicht mit Schach weitermachen oder so. Was denn? Das kann ich noch weniger. Und setzt uns jetzt nicht unter Druck. Ja, wir stehen euch im Nacken. Hey. Good shot. Oh, Jenny, das habe ich gesehen. Jenny, das habe ich immer noch gesehen. Au! Schatz, langsam, lass dir Zeit. Nein, habt ihr nicht. 1-1, ist separate. Ja, natürlich. Was sagen Sie zu dieser Niederlage? Die Männer probieren sich jetzt nochmal und zwar spielen sie jetzt Fußball. Was meinst du? Meine Verteidigung, ich treffe 0. Und du, Tobi, was sagst du? Ich treffe 1. Von jeweils jeder 2 Versuche. Tobi hat sich natürlich das Leichte ausgesucht, da habe ich keinen Bock drauf. Ich versuche rot zu treffen, okay? Sarah darf den letzten. Mit Baby. Oh! Is it a goal? Aber wie auch noch. Wie auch noch. Was ist? Wasser. Was ist? Ich pack diesen Künstler nicht. Ich will diesen Künstler angucken. Dann raff die aus, ey. Diese Tanzanlage war nur für dich. Er hat sich gerade extra viel Mühe gegeben. In diesem Video gehen übrigens ganz liebe Grüße an Heidi Koffler. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Wir sind jetzt nach Venice gefahren und werden hier eine Kleinigkeit essen und schaut mal, wen wir gefunden haben. Sieht man den hier? Ist er bei dir? Mein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Das ist einfach ein blauer Papagei. Oh. Ui. Krass, ey. Das sieht richtig schön aus. Wir gönnen uns jetzt erstmal kurz was zum Essen. Und Mia macht ein kleines Nickerchen. Mia schläft immer noch. Ich habe sie jetzt in die Tragetasche und wir sind jetzt hier am Fahrradverleih und gucken, dass wir Fahrräder bekommen und E-Bikes, weil die wollen hier ein bisschen rumcruisen. Drei Roller, ein Fahrrad. Drei Roller? Motorisierte Roller? Ja. Und mein Fahrrad? Immer noch selber, Karl. Ja. Okay. Das kann was werden mit euch. Ich bin gespannt, wer als erstes hinfliegt. Weißt du, seit wann ich Roller gefahren bin? Ich habe keine Ahnung. Sarah ist halt oldschool unterwegs. Und die beiden aufgemotzten Tuning-Dinger, die spucken auch Feuer, die sind für Tobias und mich. Boah, das haben wir bis jetzt nicht einmal gemacht. Ey, das gibt's gerade nichts Schöneres, echt. Tommy will gerade ein paar richtig geile Drohnenaufnahmen machen. Und ich glaube, die werden auch was. Ja. Ich sehe, glaube gar nichts. Ich blende eh gleich ein. And I couldn't really make you stay, so what to do?
my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. Wie gefällt euch Amerika bis jetzt? Sehr geil. Ja? Wir haben noch 2 Wochen vor uns, Leute. Das ist alles erst der Anfang. Hi. Ihr seht, wir lassen es uns hier richtig gut gehen. Ich denke, wir werden jetzt noch ein paar Mal hier auf- und abfahren, schauen jetzt noch kurz zum Muscle Beach und zu dem Skatepark und es ist einfach... Ich muss es immer wieder sagen mit meinen Geschwistern. Ich bin so froh, dass die einfach hier sind. Mama, danke schön. Und die Mama wirft jetzt rein, okay? So. Und? Nein! Wir sind jetzt im Auto zurück auf dem Weg ins Apartment. Und da wartet noch der Rest vom Truthahn auf uns. Warte, Mia will gerade was sagen. Noch was? Oder ist okay? Okay. Ja, wir essen jetzt daheim gleich das restliche Essen noch vor Weihnachten, weil wir haben noch so viel übrig. Ja. Ja, heute hatten wir einen richtig schönen Tag in Santa Monica und in Venice Beach. Also wenn ihr mal hier seid, ihr müsst unbedingt dort vorbeischauen. Das sind so wirklich solche Must-to-Dos hier in Los Angeles. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss!